Skyrim läufst. Ich hab's bei ihm noch nie gesehen. Ich muss mir das mal angucken. Am besten schaust du einfach mal die erste Folge so an oder die zweite Folge, wenn er so noch in den Flusswald ist. Das sieht so übel aus. Auch wenn er so durch die Wildnis läuft, das sind überall sind Bäume und dick und alles und keine Ahnung. Voll krass. Nice. Ich bin da auch nur durch Zufall drauf gestoßen. Eigentlich habe ich den in letzter Zeit schon gar nicht mehr groß angeschaut gehabt. Aber gestern ist mir dann langweilig gewesen, habe ich mal ein bisschen geguckt. Und dann bin ich halt zufällig drauf gestoßen. Nächste Woche dürfte ich mit dem Download von Ark fertig sein. Und da können wir gerne mal zocken, wenn du Bock hast. Ja, muss ich mir auch erst runterladen. Bei mir dauert das aber bloß 10 Minuten oder so. Ich glaube, bei mir 10 Stunden oder so. Wie groß ist Skyrim Special Edition? 60 Gig oder so. Habe ich gerade nicht einmal 10 Minuten runtergeladen gehabt. Ja, Mann. Was jetzt bloß so lange dauert, ist der Nexus Mod Manager, die Mods, weil der eben gedrosselt wird halt. Okay. Weil ich eben kein Special-Mitglied bin. In letzter Zeit zocke ich viel Foundation. Foundation, ein bisschen Hunter, Call of the Wild, ja. Ich bin momentan nur Minecraft-süchtig. Ich weiß nicht warum, ich spiele das Spiel auch zum ersten Mal. Ich habe mir das letzte Woche geholt und bin nur noch am Suchten. Minecraft-Zeit ist schon lange vorbei für mich. Spielst du mit Java oder Windows 10? Java. Ich habe jetzt Windows 10 angefangen. Nice. Das Einzige, was mich interessieren würde bei Minecraft, wäre mal wieder ein paar Runden Bad Boys mit Leuten zusammen. Ich noch nie gezogen. Wie gesagt, ich bin gerade am Anfang. Ich habe jetzt gerade mal mein erstes Haus. Das war's. Habe ich Minecraft überhaupt installiert aktuell? Ich glaube, ich habe das gar nicht drauf aktuell. Ich habe das, glaube ich, neulich runtergeschwitzt. Ja gut, aber ich glaube, die Datei ist echt nicht groß, ein paar 100 MB, oder? Ja, das ist ein paar Minuten unten. Also. Ja, das ist mir aber ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich habe jetzt... Und ja, du bist auch ein Ogre, du Lutscher. Also solltest dir drüber nachdenken, ob du wirklich einen menschenfressenden Dämon beleidigst. Wie auch immer, jedenfalls, ich habe das einfach nochmal drauf, weil ich das einfach nochmal zock. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob ich noch Ding hab. Wie sagt man? Ich wollte nur mal kurz schauen, ob ich immer noch auf den Servern YouTuber-Rang hab. Aber ich glaube schon. Haben sie, glaube ich, nie geändert, die Leute. Was zum Fick? Ach, der hat gerade irgendwie rumgesponnen, keine Ahnung warum. Was jetzt? Maschallah, maschallah.
Noch 2,5 Wochen, dann machen die Friseure wieder auf. Oh, Gott sei Dank. Richtig lit. Ich hasse es, mich bei Dingen anzumelden. Und was habt ihr heute noch vor? Minecraft. Niemand bauen. Nice. Nein! Ach. Mann! Du wieder runtergefallen? Ja, das ist echt oft. Ach. Boah, das ist das 10. Mal heute, oder? Ja, aber es ist halt auch so verdammt hoch. Setz halt unten ein bisschen Wasser hin, dann stirbst du zumindest nicht, wenn du runterfällst. Nein. Der Aufwand lohnt sich gar nicht. Wenn man nein, es lohnt sich null. Ja, aber heute hätte sich schon rentiert, also. Okay. Das hätten wir ganz, ganz am Anfang machen müssen. Ja. So eine Scheiße. Oh, diese zusätzlichen Einstellungen gehen mir jetzt schon auf die Eier. Okay. Ja, ich bin ein Ogre, Wahnsinn. Das ist der witzig. Feigling. Erstmal Pfeife knuspern. Was für ein Tabak hast du? Eisbonbon. Ist gut? Ja. Aber irgendwie ist der zu feucht. Tropft immer alles durch unten. Kann man aber falsch verstehen. Das hat sie gesagt. Kannst du einen Tabak empfehlen? Ich mag die Tabaks von Genie, das ist so eine Tabakmarktfirma aus Bremen. Die sind alle ganz gut. Kennst du noch Watermelon Chill? Ja, den haben die auch. Der ist nice. Ja. Ja. Die gute alte Hauptschultrampette. Die was? Die gute alte Hauptschultrompete. Pff, wenn ich erst auf Stufe 4 bin. Lächerlich. Dafür ist der andere Charakter auf über 130, also. In welchem Spiel, wenn ich fragen darf? Skyrim. Bin einer Cyberpunk?
Würdest du aufhören rumzubrüllen wie ein Kleinkind? Wenn du mich Ogre nennen willst, dann mach's, aber mach's leise. Damit belästigst du die gesamte Menschheit, Assi. Spielt denn einer Cyberpunk? Nein. Nee. Nee, sorry. 'S wird doch heftig gehypt. Soll doch voll viel Bugs haben oder so, oder? Ja. Okay, der zeigt aus irgendeinem unerfindlichen Grund keine Mods an. Was ist das denn? Ist bei euch auch so kalt, so heftig? Voila. Heute geht's, wird schon die Sonne ein bisschen. Heute geht's. Gestern war es übel. Minus 6 sind hier. Ja, hier auch. Bei uns minus 5. Immer noch halber Meter Schnee. Hey, zum Glück bin ich die Woche im Homeoffice, ey. Dann musste ich nicht Auto fahren, das ist echt heftig sonst. Zum Glück sind bei dir nicht die Scheiben eingeschlagen. Das ist wie damals bei der Nachtwache. Bitte, was meinst du? Minus 11 bei uns. Morgen sind es minus 17, aber zum Glück habe ich eine funktionierende Heizung und alles ist isoliert. Beste Leben. Inshallah. Ich habe heute Morgen nur in einem Snapchat von einem Kumpel gesehen, dass auch innen drin die Scheiben gefroren waren. Der musste auch innen drin kratzen, das ist echt krank. Das ist nice. Wie alt bist du? Bitte? Du hast gemeint, du hast Snapchat. Wie alt bist du? Kennt sich von euch jemand mit Fernsehen aus? Mit Röhrenfernsehen noch, ja. Bitte? Noch mit den alten Röhrenfernsehern, aber nicht mit... Ah, nee, nee. Okay. Drache, gibt es eigentlich schon einen Titel für dein neues Lied? Für das Video? Mana, oder? Jetzt ist ein zweiter Klurak hier drin. Haben wir zwei denselben Namen?
bin der echte Klorak. Drache, ich weiß nicht, ob das schon gefragt wurde, oder. Aber warum hast du den Namen geändert? Das ist ein Grund? Oder einfach so? Gut. Überleg mir in letzter Zeit, ob ich mir eine Nintendo Switch holen soll. Hat euch von euch jemand Erfahrung damit? Ja, also ich habe eine Nintendo Switch und ich habe 2 Spiele insgesamt. Jetzt ist der Klorak wieder da. Okay, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Nee, ist okay. Der hat sich jetzt umbenannt. Ja, jedenfalls, ich habe nur 2 Spiele. Einmal Smash Bros. Und Animal Crossing. Und ich liebe beide Spiele. Kannst du es auf jeden Fall empfehlen? Ich kann es empfehlen. Aber ich habe jetzt keine anderen Spiele gespielt. Vielleicht können ja noch die anderen sagen. Also deren Erfahrungen. Ja, das wäre cool. Ja, das ist auch nice. Mario Kart 8 Deluxe ist auch nice. Das habe ich schon mal bei einem Kumpel gespielt. Hat echt Spaß gemacht. Kannst auch Minecraft drauf spielen. Gibt's das? Ja. Ah, okay. Lebt der Drache noch? Glaub, seine Mädels haben den gerufen. Klorak, nimmst du eigentlich Antidepressiva? Bitte? Nimmst du Antidepressiva? Wenn ihr, beide euch jetzt nicht gleich mal jeweils einen anderen Namen gebt, dann kriegen wir gleich mal Probleme. Wir haben, der hat sich jetzt schon umbenannt, der heißt jetzt Pikachu. Ja. Bei mir stand er gerade noch als Klorak. Ja, da muss man einmal auf den Namen gehen. Die mögen vielleicht den gleichen Pokémon. Der ist kurz rausgegangen und wieder rein, jetzt heißt der anders. Danke, sorry. Ich habe es nicht richtig verstanden. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ja, natürlich. Nimmst du Antidepressiva und wenn ja, wie ist der Name davon? Nee, längere Zeit nicht mehr. Okay. Kommst du drauf? Ja, nur so. Okay. Ist jetzt der Drache wieder da? Ja, ist da. Hat mal kurz gesprochen, auf jeden Fall. Ja, ich wollte gerade sagen, Alim hat ihn eine Frage gestellt. Nicht so wichtig anscheinend.
Wenigstens sind einmal ein paar Leute hier. Ja, aber redet keiner. Ist meistens so. 15 Leute drin. Man spricht was an, keiner sagt was. Ich habe auch was an. Ja. Ich habe in 2 Wochen einen Wohnbesichtigungstermin für meine erste eigene Wohnung. Nice. Schön. Nice. Ja. Ja. Jetzt Zeit, dass die Fitnessstudios wieder aufmachen. Ich werde endlich meinen Anabolika nehmen. Was für ein Anabolika nimmst du? Ich mache jetzt Testotrendeka-Kur. Also will ich machen, jetzt lohnt gerade nicht. Machst du dir nicht ein bisschen Sorgen um deine Libido? Die ist eh schon kaputt. Okay. Auch einen dickeren Ärmel. Naja, das ist ja auch, umso muskulöser man ist, desto besseren Sex hat man ja auch, habe ich gehört. Alles besser mit dicken Bizeps. Ich auch gehört. Lebensqualität direkt 10 Stufen. Der Bizeps höher. Macht überhaupt keinen Unterschied. Du musst auch die Gewalt dahinter haben. Da bringt ja der Umfang vom Bizeps gar nichts, wenn du die Gewalt dahinter nicht hast. Ich will das, ja eine keine geht nicht, das eine Hunger. Geht ja beim anderen Hand in Hand. Ich will das ja nur für optische Sachen. Mhm. Ist mir ja egal, ich kann ja ruhig schwach bleiben. Soll ja nur gut aussehen. Naja. Das verstehe ich aber auch. Ich nicht. Wenn ich trainiere, dann mache ich das doch, um meine Kraft zu steigern und nicht irgendwie nur, um anders auszusehen. Aber wenn du trainierst und dein Muskelmasse wächst, dann kriegst du ja automatisch Kraftzuwachs. Naja, schon. Ich sag ja nichts gegen den Kraftzuwachs vom Aussehen her, sondern ich sag nur, das Aussehen ohne die Kraft bringt ja nichts. Ah, aber die Kraft kommt ja mit dem Wachsen. Nein, das ist falsch. Das ist wirklich. Das ist falsch. Die Kraft kommt nicht mit dem Wachsen. Die Kraft kommt, wenn du trainierst und dafür sorgst, dass du Kraft aufbaust. Dafür brauchst du aber keine Steroide zu nehmen. Aber die beschleunigen das. Und du, ich habe einen Kumpel, ja. Das ist ein totaler Hämpfling. Der hat mehr Gewalt als ich. Ja, das ist natürlich immer genetisch bedingt, ne? Es gibt genetische Freaks, die sind von Natur aus krankstark. Ich habe auch einen Kumpel, der hat übelste, der ist übelst muskulös, macht sein Leben lang Bodybuilding und was weiß ich alles. Und der hat nicht einmal halb so viel Gewalt wie ich. Ja, Bodybuilder also, trainieren ja auch nicht auf Kraft, die trainieren auf Hypertrophie. Und deswegen sage ich, Aussehen hat nichts mit Kraft zu tun. Fachausdrücke, ja. Ja, nicht unbedingt. Wenn du dir einen Eddie Hall anguckst, der sieht krank aus und ist krank stark. Ja, das ist aber wohl auch ein bisschen was anderes, oder? Sagte der Fitness-Oscar was? Ja. Der ist schon ziemlich krass, oder? Geht so. Also dafür, dass der natural ist, ist er schon gut dabei, aber... Ja, ist halt übelster Keck, aber... Okay, das war ironisch. Ich nehme alles zurück. Und wie lange trainierst du denn schon? Boah, seit 2007, aber immer mit Unterbrechung. Ne? Da habe ich mal so ein paar Monate durchgezogen, dann gar nicht mehr. Und jetzt seit 2017 regelmäßig, also mehrmals die Woche, ohne dass ich Pausen hatte. Also 3 Jahre jetzt intensiv dabei, als bin wieder von null gestartet. Weil wenn du nicht durchziehst, bringt es nichts. Ne? Das war das Heftigste auf der Bank, was du gedrückt hast beim Bankdrücken? Nicht viel, ich bin nicht stark. 120 für 2 Wiederholungen. Ah, ne, passt doch trotzdem also. Aber ich wiege momentan 85 Kilo. Bei welcher Größe? 1,78. Okay, stabil. Er geht. Kennt ihr von Johannes Lukas diesen Koray? Ja. Junge, der wiegt 70 Kilo und drückt 170.
Naja, schon heftig, ne? Der ist krank und der hatte Krebs. Ja, doch, es kam doch auch letztens wieder bei. Jetzt reden wir echt über Fitness-Influencer, das ist ja krank. Nur über die eine Leistung. Er hat diesen Baum nicht richtig. Dann wieder der random Minecraft-Talk. Oder wieder anschweigen, das ist auch gut. Ja, viel Spaß mit dem Baum jetzt. Hä? Ist richtig behindert, das. Wenn du schon deine Shisha ziehst, kannst du dich da bitte muten oder vom Mikro weggehen. Klar. Aber es eine Shisha? Ich glaub, das war eine E-Zigarette, oder? Das kommt mit Kurbel raus. Ist auch, Leute, auch eine Shisha. Ja. Ich dachte, man hört es nicht. Was für einen Geschmack rauchst du? Apfel-Menthol. Ich dachte, da ist man mal. Nee, das war der andere mit der Shisha. Jugend und ihre Drogen. Hast du schon mal Schore geraucht? Nee, einmal Crack, aber. War gut. Übelst gekratzt im Hals, also. Ich weiß nicht, wie man sowas freiwillig machen kann. Geht schon. Jeder Mensch reagiert anders. Auf was anders? Auf Crack? Auf alles. Auf alles. Jeder Mensch hat andere. Wir mögen alle im ersten Moment gleich aussehen oder gleich sein, aber letzten Endes ist jede Physiologie minimal anders. Das macht keinen großen Unterschied an sich, aber was dem einen im Hals kratzt, findet der andere angenehm. Hä, beispielsweise. Physiologie? Ja, ich habe auch nur geraucht. Ich habe, also, weil ich den. Dieses Gefühl im Hals geil fand, den Geschmack fand ich immer eklig. Mit Zigaretten jetzt? Ja, ja, normale Kippen. Okay. Hast du auch schon mal Shisha probiert? Nee. Okay. Und Glorak, hast du da jetzt schon Freunde auf Snapchat und schreibst mit denen? Wie ist das denn? Hä, bitte? Wie ist das jetzt so mit deinem Snapchat? Hast du schon Freunde? Und... Ja, ja, die folgen mir alle schon. Okay, cool, cool. Willst du mir auch folgen? Niemals im Leben. Magst du mich nicht? Nee, doch, ich finde dich echt nice. Also, aber ich... weil du mir die ganze Zeit Fragen stellst. Nee, na, ich lege bloß Wert auf Diskretion und mich persönlich nicht. Wir werden hier so lange noch dran sein. Mhm. Ich auch, ja. Aber zu dritt geht's schneller. Was macht ihr? Erde. Braucht ihr Erde? Oh, ich brauche Erde, ja. Ich brauche Erde. Nein, nur die, die hier mitarbeiten. Würde ich gerne Erde. Ey, was macht ihr? Wir brauchen diese Erde. Ich kann auch online. Was macht ihr? Willst du nicht wissen? Doch, ich will. Oder wo baut ihr? Ihr nehmt mir meinen ganzen Platz weg, ja. Nein. Nee, nee. Ich muss schon schwebende Inseln machen hier. Nein. Wir retten, was noch zu retten ist. Ja, jemand hat einen Fehler beim Bergbau gemacht im wahrsten Sinne und das bügeln sie jetzt wieder aus. Oh. Ist er jemand und nicht ich? Millionär. Bist du echt Millionär? Dogecoin? Was ist die Nacht, ja. Lass mal rangehen. Ganz bitte. Klick schon. Ja. Muss ich rausgehen? Ich setze den Haus auf dem Bobo vor mir. Ja. Alles cool. Ich hasse mein Leben in Minecraft. Mann, du musst das eigentlich gar nicht machen. Das ist eigentlich Wobos und mein Ding, das. Nein, zusammen geht's schneller. Unser Problem. Wer hat jetzt endlich den Berg so verunstaltet? Wer von euch zwei war denn das? Ich war das. Ich habe ihn verunstaltet. Ja, aber wir wollten einfach mehr Platz da auch ein bisschen und das. Ja, wir wollten mehr Platz und ich habe mir das einfach mal vorgestellt, also es war.
Hat jetzt eine Stimme in meinem Kopf, oder? Nein. Alles gut.